Der ganze Nordwesten Kasachstans ist überflutet worden. 10 Regionen riefen den Notstand aus. Der kasachische Präsident Tokajew nannte die Fluten die schlimmsten der letzten 80 Jahre. Über 270 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die kasachische Armee ist in der gesamten Region im Einsatz. Die überfluteten Gebiete befinden sich alle entlang des Flusses Ural. Die frühe Schneeschmelze und Dauerregen haben den Ural über die Ufer treten lassen, auch in der russischen Region Orenburg. Dort brach am Freitag ein Damm und die gesamte Stadt Orsk wurde überflutet. Russland rief den föderalen Notstand aus. Am Sonntag meldete das Ministerium für Katastrophenschutz, dass das Wasser weiterhin ansteige. Hilfs- und Evakuierungsmaßnahmen finden in Orenburg und Nachbarregionen statt.